Und da sind wir auch schon wieder in Dark Souls 2. Hallo und herzlich willkommen zurück. Also, wir müssen die Seelen noch holen. Ich sollte hier vor allem noch die Kreatur töten. Genau. Moment. Oh. Nein, 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 nein. Das wird hier nicht ein Massaker. Also, dieses Gebiet hier ist der größte Albtraum für mich gerade. Ich habe große, große Mühe, vorwärts zu kommen. Weil wir haben hier wirklich böse Magier. Und man findet auch selten gute Magier, muss man an der Stelle mal gesagt haben. Mach's ein bisschen anders, ich töte dich zuerst. Naja, probier's nur. Ich komm schon. So, jetzt muss ich dann wieder vorsichtig sein. So, okay, meine Seelen liegen da vorne. Greifst du mich an, oder? Ja, das tust du. Ich sollte unbedingt noch zum Finstermagier nochmal. Mir wurde mitgeteilt, wo ich da hin muss. Da habe ich es wieder vergessen. Bestes Gedächtnis. Du schlägst doch zu, oder? Du hoch und dann machst du ab. Und dann machst du nochmal ab und nochmal ab und... Autsch. Halblang, Junge. Einfach nur ganz kurz halblang. Dankeschön. So, sorry, jetzt war ich so konzentriert. Okay. Ich glaube, es macht schon Sinn, hier ein bisschen auf der Seite zu agieren. Nein. 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 Böses etwas. So. Dich kann ich jetzt zurennen eigentlich. Hoffe ich. Wow, wow, wow. Okay, doch. Geht. Da ist nochmal... Das sieht aus wie ein Drachenreiter. Ja, das klappt. Nicht so, wie ich das vermute. Okay. Ist hier der Tod? Ich habe so keine Ahnung, wo ich durch muss. Das Gebiet ist doch scheiße. Sterbe ich hier? Jein. Nicht so ganz, aber auch nicht so nicht ganz. Oh. Schon wieder sind Magier. Diese verdammten Magier. Ich bin ja selber kein Magier, nicht? Hä? Ich glaube, hier kann man nach außen rum. Ah, hier fällt man runter. Hier kann man sich noch bewegen. Ich habe einen Freund gefunden. Das ist ein Scheißgebiet. Irgendwas. Ich steche... Oh nein. Ich habe das Gefühl, ich renne hier nur von Magier zu Magier. Mal ganz kurz was ausprobieren, so. Denn ich glaube, hier irgendwo in der Nähe haben wir einen Verbündeten.
Das blubbert auch nicht zu. So. Ja. Okay. Wer bist du? Einsamer Jäger Schmidt. Ich rufe dich. Schmidt. Schmittelott. Wir zwei töten jetzt den Oger. Wir bewegen uns nicht nach vorne, sondern nach hinten. Klingt nach einem Plan, ja? Ups, Alter. Da kommt er schon. Der große, dicke, böse Bube. Nein, du stehst mir im Weg. Da legt er sich hin, der große Junge. Der soll mir einfach aufpassen, dass er nicht runterfällt. Bist du bescheuert? Der ist bescheuert, oder? Wow, mal warte. So. Ah, du greifst. Warum greifst? Der greift irgendwie alles an. Egal wie weit es weg ist. Jetzt hast du wieder einen angegriffen. Warum lockst du die an? War das jetzt ein 360-Bogen? Ich töte ihn, 360. Ja, zumindest so ausgesehen, okay. Wir bewegen uns vorsichtig hier nach vorne. Der große, böse, dicke Oger war. Ach komm, Kumpel, nicht dein Ernst. Du lockst alles an? Da, ich sehe es ja rennen. Töte es doch. Weißt du, was ist jetzt dein Problem? Ich will ehrlich das Gefühl nicht los, dass ich hier eigentlich auf dem Holzweg bin. Junge, du hast einen Bogen, töte das! Okay, hier geht's dann gleich nicht mehr weiter. Nein, auf der anderen Seite ist auch noch einer. Okay. Du. Sehr gut, Schmidt. Für das habe ich dich mitgenommen, du Sack. Ja, yeah, Estus Flancon Scherbe. Okay, es hat sich ge. So. Ein Sonnenlichtschwert. Was das auch immer ist. Jetzt stehst du mir im Weg. Müsste gut aufpassen, Jungchen. Und ich warte hier durchs Wasser und komme beim besten Willen nicht vorwärts. Ich muss immer aufpassen, wo ich hinstehe. Dann kann ich mich gar nicht richtig auf vorne achten. Ich werde hier noch sterben. Ich finde es eigentlich sehr bedenklich, dass ich nicht schwimmen kann. Naja gut, okay, mit so einer Rüstung an kann man auch einfach nicht gut schwimmen. Soweit ich informiert bin, sind auch sehr viele Ritter früher ertrunken. Konnten halt nicht mehr aus ihrer Rüstung raus. So ein Kettenhemd an- und auszuziehen ist nicht ohne. So. Schmitti, mein Guter. Ja, genau. Genau. Ganz genau, Schmitti. Warte, aber Schmitti. Okay. Wow. Ja, jage noch ein paar Pfeile in den Po. Genau, du machst es gut. Nein. Holy shit. Sehr gut, Schmidt. Ah, jetzt kommt er wieder auf mich los.
Weißt du was? Ich trick's ihn aus. Wir tanzen einen Tango. Und du haust einfach drauf, ja? Aus, böse Maus. Komm mal. Nicht in die Wand, Mann. Wow, wow. Warte. So, jetzt ist der Schatten verschwunden. Stimmt, das war ja nur ein Schatten. Aber gut, er hat mir zur Genüge geholfen. Ich glaube, ohne ihn wäre ich... Oh, da habe ich was leuchten sehen. Kann man denn hier einfach durch? Ja, oh! Und dann einfach hier. Ist verschlossen. Verschlossen. Arme Seele wird benötigt und dann Vorsicht vor Hülle. Naja. Das bringt mir jetzt auch nicht so viel. Ich kann ihn jetzt nicht nochmal rufen, nicht? Schade, ich hätte ihn wirklich gerne nochmal gerufen. Mann, sind da viele Seelen. Nee, nicht. Hat's noch einen Magier in der Nähe? Ich glaube nicht, ne? Das war eigentlich ein bisschen anders geplant. Nur so wie es... Protokoll! Das Schwert ist wirklich besser als das, was ich das letzte Mal dabei hatte. Dieses Klingen-Bums-Ding. Ich habe keine Ahnung mehr. Nein, nicht. Da ist auch nochmal ein Magier. Komm. Und hier kann ich nicht hoch. Hier kann ich auch nicht hoch. Ah! Ah! Ja, nee, ist klar, ne? Nur die Bitterzauber. Verfolgt mich noch eine halbe Ewigkeit. Please. Ich find's gut, dass du bis hier reinkommst. Dann vermöbel ich dich hier. Ohne deine Freunde! Ich brauche Schmitty. Ich brauche Schmitty. Obwohl, jetzt kann ich den Linken töten da. Auch noch mal rüber. Jetzt sollte der Rechte eigentlich nicht auf mich ballern. Ah, hier ist noch was. Scheiße. Ah, da kommt schon der Zauber. Oh nee. Holy shit. Komm und da. Ist es hier wieder? Nein, ich sehe dich, Großer. Na gut. Einmal noch. Oh, shit. Oh. Ich habe ein bisschen... Uiuiui. Setz dich hin. Dann setzt du dich nur. Ich mach dich jetzt mit Magie alle. Weil ich bin in diesem Gebiet so unfassbar langsam. Ja.
mich schon schwabbeln. Zu Tode schwabbeln. Oh, ich bin momentan aber auch immer stark. Oh, Lebensring. Sängerinnenkleid. Oh, Sole mio. Obwohl, das war ein Sänger. Naja. Okay. Wir probieren das gleiche Spiel nochmal. Gehen, dass wir den anlocken. Bist du? Ja, genau. Nein. Er folgt mir auch bis hier rein. Sehr gut. Der Raum des Todes. Sag's ja. Der Raum des Todes. So. Und weil ich jetzt echt keinen Bock drauf habe, bis da nach vorne zu laufen. Machen wir es ein bisschen anders. Was kann ich eigentlich mit dem Feuer machen? Kann ich da eigentlich noch irgendwas anzünden dann? Und was war da drüben denn? Davon habe ich nicht gekommen. Da ist dann ein Weg drüber. Ah, okay. Nee, ich weiß jetzt genau, was wo Sache ist. Du kriegst ein paar Finsterkugeln ab. Du kannst mich mal. Ja. Oh, da links sind noch mal ein paar. Und noch mal ein paar Ritter. Komm, verarsch mich nicht. Okay, Moment. Ich probiere mich an den anzuschleichen. Komm, komm, komm. Nein, nicht beide. Nicht beide. Mit beiden komme ich nicht klar. Never ever. Bitte folgt mir auch in den Todesraum. Ja. Weiß aber nicht, ob die dann wirklich so weit laufen. Ich mir das wünsche. Oh yes. Oh yes. Genau, bleib da. Und still! Ihr seid blöde. Ihr seid doof. Oh ja. Hallo? Was machst du da? So. Puh. Okay. Ich glaube, ich muss nachher nochmal Magie nehmen. Und wie viele von den Geiern wollen eigentlich hier noch kommen? Hm. Du bist gar kein Magier, du bist eine Heilerin oder was auch immer. Nein, jetzt nicht im Ernst. Ah, wir heilen uns, hä? Nicht ganz die faire Variation hier. Okay.
Ja, die habe ich gern, die sich heilen gehen. Nicht im Ernst. Nein, komm jetzt. Ja, ich würde mich nicht rühmen, wenn ich mich noch heilen muss. War übrigens ein echter Spieler. Ein trauriger Spieler, wenn er sich noch heilen muss. Nun gut. Dann geht man den ganzen Weg. Tötet alle Feinde, die Magier, den ganzen Scheiß. Und dann kommt so ein Affe. Na gut. Madame et Monsieur, in der nächsten Folge geht's weiter. Dann gehen wir den Weg nochmal. Ich freue mich drauf. Bis dann.